So, meine lieben Nachlinge, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dragon Age Inquisition. Ich glaube, wir haben jetzt schon, wie viel? 50 oder über 50 Parts schon, also ist schon heftig, das zieht sich auch schon ziemlich lang durch die ganzen Nebenquests und sowas und naja, aber trotzdem ist es ein tolles Spiel. Wir werden heute weitermachen, allerdings auch nicht mit den Quests, also entweder hier mit der Magier-Quest oder der Templer-Quest, da eigentlich sind beide Seiten gut, eventuell würde ich jetzt glaube ich dann auch trotzdem bei den Magiern bleiben, aber obwohl die meisten jetzt hier, also vier von denen wären dann für die Templer, für die Magier wären nur Blackwall und Solas, eventuell auch Varric. Aber da ist halt so eine Sache, wie man sich halt vorher in Dragon Age 2 entschieden hat. Aber ich denke mal, Cassandra ist ja auch absolut dagegen, dass wenn man sich für die Magier entscheidet, aber sie findet sich am Ende mit ab. Wir haben einen Kriegsrat. Dann schauen wir mal. Bei Kartentischeinsätze können wir glaube ich auch wieder machen. Heute wird was anderes vor. Moment. Hat Cassandra mit euch über meine neuen Rekruten gesprochen? Sie sind nicht eure Rekruten, Kommandant, sondern unsere. Okay, so. Was ist da? Was ist Lord Killdown? Ja. Ja, ein rostes Geheimnis. Oh. Mhm. 46 Gold, oder? Was ist das andere? Schwarze Emporion. Was soll das sein? Ach so, das war ein DLC, was ich noch nicht durch hatte. Genau. Könnte dann das angucken, weil das ist halt das Schwarze Emporium, ist irgendwie so etwas, wo man dann Händler trifft und so. Hat mir hier nicht auch was gemacht? Die rote Chain abgeben und nehmen. Ah. Könnten wir auch machen. Rote Chain, das wäre es für unsere. Von unserer Dinge. So hier nicht mehr, ne? Was das sein könnte? Na ja, komm, Josie, dann mach du das. Fangen wir an. Okay, ich habe nicht gelesen, wenn man jetzt den Templer oder Magier nimmt, also egal welchen von den beiden, dass dann hier vier Einsätze dann nicht funktionieren. Und Rote Jenny ist auch einer von den vieren, aber die anderen drei haben wir schon gemacht. Aus der Kirche. Ah, hätte auch Josie mitmachen können. Ich bin jetzt gerade überlegen. Sollen wir jetzt zur Sturmküste und den eisernen Bullen holen oder sollen wir zum Schwarzen Emporium? Wir können auch zum Schwarzen Emporium, wenn das nur Händler sind und sowas. Könnten wir eigentlich machen. Aber in die Hinterlande, ich bin auf jeden Fall wieder zu den Hinterlanden, weil diesen, das würde Mistobsidian muss ich ja noch da holen für diese Quest. Für dieses eine Kästchen da. Weil diese, weil ich sonst keine anderen Requerungen machen kann. Also müssen wir erstmal blöde Obsidian
farmen. Dazu wäre es, glaube ich, besser, wenn wir noch ein bisschen Level aufsteigen. Eventuell ist der Eiserne Bulle auch stark genug, dass er uns dann helfen kann, falls dann der große Drache oder seine Babys uns angreifen. Ich denke mal, wir gehen, glaube ich, erstmal zum Schwarzen Emporium, wenn wir das schon freigeschaltet haben. Das habe ich vergessen freizuschalten, weil ich habe das jetzt auch zufällig im Wiki gelesen, irgendwas mit Schwarzen Emporium, habe dann da drauf geklickt und dann stand da hier, dass es ein kostenloses DLC ist. Na, schon bei meiner DLC-Liste geguckt, das habe ich noch nicht runtergeladen. Dann habe ich das jetzt gerade innerhalb von 1, 2 Minuten schnell runtergeladen und ja. Schauen wir uns mal an, was das da ist. Ups. Wir haben ein Schiff aufgetrieben. Nehmt euch aber vor dem in Acht, was im Schwarzen Imperium wartet, Inquisitor. Wir haben schon unzählige Schauergeschichten gehört. Kallen. Keine Angst, Kallen. Irgendwie sieht Kallen so ein bisschen so aus wie ich. Wenn seine Haare schwarz wären. Ja. Kallen wäre auch eine Option für ein Cosplay. Aber ich stelle mir das hier so ziemlich schwer zu tragen vor. Diese ganze fette Metallrüstung, hat man dieses dicke Fell hier. Und dann müsste ich mir auch noch die Haare so färben oder eine Perücke holen. Aber könnte eine Option sein. Wenn ich auch es auch richtig gesehen habe, hat er auch braune Augen wie ich, oder? Das war irgendwie falsch, keine Ahnung. Ich muss mal bei der nächsten Videosequenz mit ihm muss ich mal näher auf sein Gesicht achten. Das wäre auch schon eine Option, ihn zu cosplayen. Mal schauen. Genau. Probe sammeln und zu der Schwarze Emporium, genau. So, wen nehmen wir mit? Ach, Sera. Sag mal, Sera jetzt, ich weiß es nicht, von unseren beiden Fernkämpfern. Na, Sera, nimm mal die Sturmküste. Wir nehmen Varric. Dann nehmen wir Cassie oder Blackwall? Ach komm, Cassie. Ach komm, und unsere Madame hier auch. Auch wenn ich Vivian persönlich. Ich habe nichts gegen Vivians Haus, aber so. Ich mag nur dieses adelige, hochgepixelte, was auch immer. Dieses adelige mag ich nicht. Ich mag es, wenn jemand bodenständig ist, aber dieses hochnäsige, ey, weg damit, ey. Vivian ist schon viel zu hoch und sie trägt die Nase viel zu hoch. Mag zwar sein, dass sie eine tolle Frau ist. Sie kann auch sehr gut kämpfen, da sage ich nicht zu, sie kann sehr gut kämpfen, aber dieses Pö, ich bin besser als so ein niederer Pöbel, das finde ich zum Kotzen. Egal. Wir schauen uns das Schwarze Emporium an. Mal sehen. Vielleicht gibt es auch ein paar lustige Gespräche zwischen Cassie und Vivian. Mal sehen. Das Schwarze Emporium. Hallo? Wo sind meine Leute? Okay, ich bin alleine. Ich bin alleine und ich habe Angst. Vögel! Ein Rabe. Oh, schön. Schön runde Papageien. Auf, wo ihr hintretet. Wir haben erst kürzlich eine Lieferung unsichtbarer Nax erhalten. Unsichtbare Nax? Was ist das denn? Diese Quest hier. Ich muss mal kurz schauen. Nein. Das muss ich dann später aktivieren.
Steinbruch ist auch ein Gebiet, wo wir hin können. Verbotene Wasser, ah, eine Wüste, okay. Die Hinterland müssen wir auch auf jeden Fall fertig machen, vor allen Dingen wegen den Rissen. Die anderen Sachen da, weiß ich nicht. Ja, das da hinbekommen. Keine Ahnung. Xenon der Antika. Ich gehe jetzt auch nicht auf Optionen, klicke auf Codex. Wir haben die Codex-Einträge ja direkt hier. Also könnt ihr sie lesen. Das finde ich viel besser als das vorher bei Dragon Age Origins war. Bei Dragon Age Origins stand nämlich nur unten links so als Mitteilung neuer Codex-Eintrag. Da muss man halt immer wieder in die Optionen, immer wieder in das Menü reinklicken, um den Codex-Eintrag rauszusuchen. Hier hat man den Codex-Eintrag direkt in einem Fenster und kann ihn sich durchlesen. Ist aber klein, der Mann. Ja, der Antika. Xenon. Bengel, bring mir ein Erfrischungstuch. Alter, hab ich mich gerade verjagt. Spiegel der Verwandlung? Was ist das denn? Ach, hier kann man sich, glaube ich, umändern. Obwohl. Nee, ist eigentlich alles. Eventuell die Augenbrauen, weil die jetzt nicht so bei mir passen, oder? Ich, Augenbrauenstil. Alles gar nicht. Nee. Was? Ach nee, jetzt ist das so. Nein. Mist. Wo meinst du hier vorne irgendwo oder was? Das ist meine. Dicke Busch hier, Augenbrauen habe ich nicht. Nee. Mit wo war mein Sitz? Das war das, glaube ich, ja? Als ich vorher hatte, ja. Uff. Ah, ich will nichts machen. Ich will zurück. Zurück. Ich will zurückgehen. Hallo? Ich hab nichts geändert. Eure alte Nase hat mir besser gefallen. Ich hab nichts verändert, du Idiot. Das ist immer alles das Gleiche. Alte Nase, mir besser gefallen. Ich sehe immer noch gleich aus. Ja, ich sehe immer noch gleich aus mit diesem bösen Blick. Egal. Wo steckt der Bengel nur wieder? Ich benötige seine Dienste! Ein Hund? Ach, ein kleiner Bär. Oh, ist das süß. Oh, ist du süß. Bist du süß, du kleiner Knuddelbär. Waffen und Accessoires. Cool. Nix. Das ist was? Ach, Kacke, ist das teuer.
Amulett des Magiers, was bringt das denn? Plus 5 Magie, plus 5 Willenskraft, okay. Gürtel des Lebens, maximal. Okay, Gürtel der Elemente, was wäre das? Was ist noch jetzt gegen Geistschaden? Nee. So, Waffen. Ernests Unmut. Stufe 18. Okay. Vorgelenkt, Stufe 18 ist das, glaube ich, alles. Ihr habt alles Stufe 18. Dann schätze ich mal, das ist bei den legendären Pläne. Versteckt mir das auch als Stufe 18 oder so. Und außerdem können wir uns das alles nicht leisten. Ich besitze eine äußerst umfangreiche Sammlung von Büchern über die Geschichte verbotener Magie. Sie ist dort hinten, irgendwo, denke ich. Ich bin seit 2 Jahrhunderten nicht mehr in der Lage, meinen Kopf zu drehen und nachzusehen. Werkstoffe kaufen. Viridium. Alter, wenn der jetzt hier. Obsidian. Ich brauche nicht zu dem scheiß Drachen zu gehen. Ha! Fick dich, Spiel. Ich brauche nicht zu dem scheiß Drachen zu gehen, erstmal. Später ja. Wie viel brauchte ich? 1, 2, 3, 4, 5. Sechs, sieben, komm, ja, ich habe das 7 Mal gekauft, nee, ist gut. Müsste doch auch hier unten stehen irgendwo. Obsidian, Obsidian, Obsidian. Habe ich wie oft? 7 Mal, okay. Gut, dann könnten wir diese komische Requirung kaufen. Oder herstellen da. Was auch immer. Diese Rätselkiste, wie es da heißt. Sonnenbogen wird bestimmt nicht so viel bringen. Ach, es ist gleich so, wie wir das jetzt ungefähr haben. Können wir unsere Pläne nicht verkaufen? So blöd. Rüstungspläne. Rüstung in Dänisch. Alles viel zu teuer. Noch was zu sagen, junger Mann? Ach, Bärchen. Ja, bist du ein feines Bärchen. Willst du mitkommen? Kommst du mit? Komm mit, Bär. Dann nicht blödes Vieh. Fennek, oh süß. Was ist das da? Soll es ein Affe sein? Was ist das denn für ein Vieh? Ach, ne. Ist das eine Nack? Soll es eine Nack sein? Dann sieht so aus. Ja, es ist eine Nack. Egal, ich geh weg. Sturmküste. Moment, doch, wir könnten doch eigentlich dann direkt auch dahin gehen zur Sturmküste. Dann bastel ich da an dem. Ach nee, 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 nee. Erstmal nach Hause, weil ich wollte doch. Für die Sturmküste wollte ich jemand anders holen. Wir gehen jetzt erstmal wieder. Moment, ist das jetzt richtig? Haven? Haven.
Ja. Also zurück nach Haven. Ich wollte jetzt... Ah, okay, ich kann jetzt auch so andere Leute nehmen, ne? Dann gehen wir direkt zur Sturmküste und holen uns den Bullen. Okay. Bitte mit Blackwall, Sera und Solis, glaube ich. Ne? Immer Solis. Lass mal Vivian nehmen. Wir nehmen Solis. Wir haben noch genug Quests, wo wir auch hier wechseln können. Wenn später noch Dorian und der andere Schurke kommen, die können wir auch einsetzen. Obwohl der andere Schurke ist nicht so beliebt. Die meisten, ja, Dorian wird von allen akzeptiert, aber der Schurke, der noch kommt, der Connor. Nee, nicht Connor. Cole heißt er ja genau. Die meisten hassen ihn. Nur Solis ist, glaube ich, der einzige, der jetzt mit ihm so klarkommt. Alle anderen hassen ihn. Ja, schön. Aber auch bei Cole, naja, ist eher aus Abstand und sowas. Und naja. Gut, mal hier. Kommt jetzt bestimmt wieder eine Sequenz mit unserer tollen Späherin Harding. Ich hoffe, man kann mit ihr auch irgendwann mal reden. Aber spätestens später. Euer Gnaden, willkommen an der Sturmküste. Ich hätte euch schon früher informiert, aber wir wurden aufgehalten. Wieso? Wegen einer Horde Banditen, die Gegend unsicher macht. Sie kennen das Gelände und unsere kleine Schar hatte Schwierigkeiten, ihrer Herr zu werden. Einige unserer Soldaten wollten mit ihrem Anführer verhandeln. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Harding ist irgendwie toll. Schade, dass man nicht mit ihr irgendwie flirten kann. Ich gehe der Sache nach, das überrascht mich nicht. Danke für den Bericht. Danke für den Bericht, Harding. Keine Ursache. Die Soldaten wussten nicht genau, wo die Banditen sich aufhalten, aber sie haben weiter unten am Strand mit der Suche begonnen. Angesichts des ganzen Wirbels konnten wir auch noch keine ernsthafte Suche nach den Wächtern einleiten. Als dann, viel Glück und genießt die frische Seeluft. Soll ja gut für die Seele sein. Oh, sie ist toll. Ja, wo sind denn meine Leute? Ja. Bleib ja weg. Komm nicht hierher. Ach du Kacke. Direkt auch ein Drache, der hier in der Nähe rumfliegt. So. Es gibt Neuigkeiten, Sir. Na, Klappe. Ach, mach mal den Mister fertig. So. Die Ritter, die und haben, freuen wir nicht. Soldaten. Sagen Sie schon für den Tausch. Okay. Yay. Keine Erfahrung von uns. Naja, Sera kann ja aufsteigen. Dann machen wir das mal. Ha, Sera. Halt. Ich muss ja auch Sera auswählen. Sera. Meine gute. Es gibt auch spezielle. Also es ist auch so, dass jeder Gefährte, den wir haben, eine Spezialisierung später bekommt. Aber dazu muss die Person dann mit uns sehr gut befreundet sein. Das heißt, wir müssen alles tun, dass dann hier, dass die Person immer wieder zustimmt und sowas und dann. Naja, ich weiß nicht, ob man das irgendwo sehen kann, wie hoch der... Das ist das Einzige, was ich glaube ich machen kann jetzt, ne? Ja.
Jetzt wenn man mal sehen kann, wie hoch der Freundschafts. Wie hoch das Freundschaftsding gerade ist. Okay. Und für Gegner in der Nähe schaden so. Dann kannst du ruhig anlassen. Sierra, Attribut, bla, 24, ja. Und Angriff, Stufe 9. Regenerationsmodifikator. Okay. Verhalten. Gut. Mal schauen, kann man sich jetzt kurz aufrüsten, falls da. Okay, ich hab alles. Ist ja nicht da. Sierra hat auch alles voll. Wir müssen unbedingt hier das dritte Ding auf bekommen. Dann können wir die ganzen Sachen wie diese ganzen Bomben und sowas benutzen, die Schurken haben. Benutzen können. Ja, ist alles okay. Gut. Ich würde sagen, wir beenden den Part für heute. Was machst du da? Komm da raus. Hey, ist alles. Beruhig dich. Ja, scheint auch direkt hier vorne zu sein. Hausputz. Sommer den Sand um sich in einem Treffen. Ja gut, wir schauen uns dann nach. Du Kacke, was ist das denn jetzt? Was? Erinnerung im Grauen. Ah, hier alles mit den Wächtern oder was? Das hat alles mit den Wächtern zu tun und so. Okay. Gut. Und das hier? Ah, okay. Der Hauptmann der Sturmbohr ist direkt da vorne. Also wissen wir, wo ihr im nächsten Part direkt hingehen könnt. Ups, Entschuldigung. Also, bis dann. Meine lieben Drachlinge, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.